Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir haben heute einen Aufruf an Sie, der völlig politisch wertfrei ist und völlig parteilos nichts mit einer Partei zu tun hat. Gleichwohl begrüßen wir eine Frau, die im Bundestag sitzt, Beatrice von Storch. Frau von Storch, willkommen bei Hallo Meinung. Hallo, Herr. Ja, seit dem 18.07., also seit vergangenen Montag, wird Anton Graf Schwerin von Krosigk vermisst, 97 Jahre alt, ihr Onkel. Gibt es neue Informationen über den Aufenthaltsort? Wissen, haben Sie Anhaltspunkte oder tappen Sie noch völlig im Dunkeln? Wir wissen noch nichts. Er ist am Montagabend gegen 18 Uhr in Bad Segeberg aufgebrochen. Er wollte nach Högersdorf fahren. Das ist nicht sehr weit weg von Bad Segeberg, etwa 5 Kilometer. Er ist dort nicht angekommen und seitdem wird er vermisst. Und wir denken, dass er sich vielleicht auch verfahren hat, dass er in eine falsche Richtung aufgebrochen ist, dass er zu weit gefahren ist. Das heißt, er kann sich auch außerhalb von Segeberg, Högersdorf befunden haben. Und deswegen suchen wir ihn auch überall dort. Das heißt, die Suche geht deutlich über Bad Segeberg und Högersdorf hinaus. Es befindet sich dort die Bundesstraße 432, die Bundesstraße 206, die Autobahn 21. Alle diese Straßen kann er genommen haben und auf denen dann auch relativ weit gefahren sein, ehe er vielleicht gemerkt hat, dass er sich verirrt hat. Und deswegen ist der Ruf, der Suchaufruf betrifft die ganze Region, größeren Teils von Schleswig-Holstein, vielleicht sogar ist er bis nach Mecklenburg gekommen oder bis nach Hamburg oder Nordniedersachsen. Das geht ganz schnell über die Autobahn, wenn er denn da losgefahren ist. Wir wissen es nicht. Liebe Zuschauer, wir blenden Bilder ein, die Ihnen helfen sollen, falls Sie Graf Schwerin von Krosigk gesehen haben. Er ist 97 Jahre alt, erfreut sich einer geistigen Mobilität, die ihm Selbstbestimmung zurechnen lässt und körperlich dem Alter entsprechend, dass man die 100 Meter nicht mehr in 10,8 Sekunden läuft. Frau von Storch, nun titelt die Vielleicht darf ich Bildzeitung. dazu, vielleicht kann ich Bitte, ja. dazu was sagen. Also mit 97 laufen viele gar nicht mehr weite Strecken. Er ist durchaus noch viel spazieren gegangen. Er war gut unterwegs. Er war auch im Kopf ganz, ganz klar und wie immer bis zum Schluss liebenswürdig und humorvoll und klar vor allen Dingen. Natürlich gibt es bei 97 Jahren mal den Moment, dass man sagt, wo geht es hier lang? Und vielleicht hat er deswegen den Weg nicht gefunden. Aber ansonsten war er weit seinen Alterskollegen, würde ich sagen, weit voraus. Oder es ging ihm viel besser. Deswegen, er ist nicht die 100 Meter gelaufen, aber die, wie sage ich, 4 Kilometer Spaziergang, das hat er gemacht, regelmäßig. Ja, das ist erstaunlich. Nun titelt die Bild-Zeitung, man muss es einfach so sagen, deutscher Graf entführt. Es braucht natürlich Überschriften, dass ein Blatt gekauft wird. Ist für Sie eine Untat oder Verbrechen, wie man es nennen will, oder eine Entführung, möglich oder halten Sie das für eher ausgeschlossen? Denn Ihr Onkel, muss man dazu sagen, erfreute sich ja hoher Beliebtheit. Der war von 66 bis 90 Landrat im Kreis Bad Segeberg. Und das ist eine der längsten Amtszeiten, wie ich nachlesen konnte, die wir in Deutschland von einem Landrat hatten. Und der war parteilos, muss man auch noch dazu sagen. Er hat keiner Partei angehört. Ja. Also er freute sich eines hohen Bekanntheitsgrades und wie man Publikationen entnehmen kann und auch hoher Beliebtheit. Ja, also ich glaube nicht, dass es ein Kapitalverbrechen dort gegeben hat. Ich glaube, dass er einen Schwächeanfall hatte. Ich denke dann allerdings, dass er an den Falschen geraten sein könnte, der das Auto genommen hat. Und wir wollen ihn zurück. Und wir hoffen, dass es Hinweise darauf gibt, wo das Auto ist, um ihn zu finden, oder Hinweise darauf, wo er ist. Liebe Zuschauer, und dieses Auto blenden wir jetzt ein. Es handelt sich um einen VW Golf Plus, Baujahr 2012, also 10 Jahre alt. Das Fahrzeug ist, wie ich sehe, dunkelblau. Ist das korrekt? Ja. Schatz. Schwarz, ja, das ist auf dem Bild. Das Fahrzeug ist schwarz. Der Golf Plus zeichnet sich aus, dass er vom Volumen her etwas größer ist als der normale Golf, liegt also etwas höher.
Und dadurch ist der sicherlich, fällt er mehr auf, als dass das hier der übliche Golf, bei dem üblichen Golf der Fall ist. Das Kennzeichen lautet für Segeberg Siegfried Emil, Bindestrich Siegfried Kaufmann 1951. Wenn Ihnen irgendetwas aufgefallen ist, wir blenden die Nummer ein, Frau von Storch, die Kripo Bad Segeberg beschäftigt sich damit. Ja, Hinweise bitte an die Kripo Bad Segeberg unter der eingeblendeten Nummer, und für Hinweise, die uns helfen, ihn zu finden, habe ich 1.000 Euro ausgelobt. Die Suchmaßnahmen sind in welchem Umfang, was haben wir uns da vorzustellen, noch im Gange? Die sind in vollem Umfang noch im Gange. Die Polizei ist unterwegs, es sind viele privat unterwegs. Es suchen viele. Ja, liebe Zuschauer, wir hoffen und wir wünschen natürlich sehr. Ich habe noch eine Frage. Es ist auch, wir sprachen von Verbrechen, aber man kann auch sicherlich einen Selbsttötungsversuch, einen Suizid ausschließen. Ihr Onkel, und die Bilder zeigen es, liebe Zuschauer, ist ein lebenslustiger Mann gewesen, der trotz seiner 97 Jahre anlässlich einer Geburtstagsfeier zu seinem 97. Geburtstag sagte, er weiß nicht, ob zu seinem 100. noch alle kommen, ob noch alle am Leben sind. Und das erspart ja nicht eine gewisse Humoristik. Das hat er an einem Geburtstag vorher gesagt, der 97. Geburtstag, der war am Donnerstag jetzt, da war er schon vermisst. Also kann man daraus das nicht schließen. Aber aus den Fotos kann man das vielleicht auch nicht schließen, aber wir können das sagen, Suizid scheidet aus. Sie haben Ihren Onkel bestens gekannt und Ihre Aussage ist dann auch Glauben zu schenken. Ja, liebe Zuschauer, bitte sachdienliche Hinweise an die Kripo Bad Segeberg. Wir blenden die Nummer noch einmal ein. Und Frau von Storch, zwar ist hier das Monetäre nicht im Vordergrund, aber trotzdem für Hinweise, die zu Erkenntnissen führen, dass Grab Schwerin von Kurzig gefunden wird, sind 1.000 Euro als Belohnung ausgesetzt. Natürlich mit der großen Hoffnung versehen, unversehrt oder wenn in einem Gesundheitszustand, der reparabel ist. Wir werden das auf allen Kanälen ausstrahlen. Liebe Zuschauer, bitte teilen Sie dieses Video. Es geht hier um ein menschliches Schicksal. Politische Hintergründe sind hier völlig ausgeschlossen. Ich sage danke. Vielen Dank, Herr Weber.